Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir in den letzten Wochen voll die Mühe gemacht. Ich habe jedes einzelne Melch, jede einzelne Kerze, die ich habe, habe ich mir in meinem Büchlein aufgeschrieben, nach Marken sortiert und so weiter. Das hat wirklich sehr viel Arbeit und Mühe gekostet, aber es hat auch Spaß gemacht. Und ich wollte jetzt einfach mit euch mein Mission Tatbox so machen. Ich werde mir da 5 Düfte blind ziehen, bis meine Yankee Candle Tarts irgendwann dann doch mal leer sind. Und dann geht es halt nur noch meinem Buch an dem Kragen. Und zwar habe ich mir gedacht, alle, die auch in meiner Beauty-Welt damit konfrontiert sind, wissen, dass ich ja diesen Zufallsgenerator gerne nehme, um mir Produkte rauszusuchen. So wollte ich das jetzt auch machen, dann halt noch mit 5 weiteren Düften. Einfach querbeet hier raussuchen. Da wollte ich jetzt einfach das in der ersten Runde das mit euch zusammen machen, ja? Ich habe, wie viele Kategorien habe ich denn von Duftwachsen? Da schauen wir mal. Ich habe insgesamt 29 verschiedene Melt-Richtungen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja? So. Ich habe einen Zufallsgenerator, der heißt zufällig UX. Da gehe ich jetzt hin und mache. Ich habe mindestens 1 und maximal 29. Ja, gebe ich jetzt so ein und das mache ich jetzt 5-mal und schreibe mir jetzt quasi 5 Düfte raus, die ich dann halt verwenden werde. Nummer 2 erstmal. Dann die Nummer 4, das ist dann halt erstmal die Markenkategorie, die ich mir jetzt hier raussuche. Die 24. Die 17. Und die 8. So, jetzt gehe ich in diesen jeweiligen Dingern rein. Da haben wir zum Beispiel die Nummer 2 wäre Goose Creek Melts. Schreibe ich mir jetzt Goose Creek hin. Und wie viele habe ich davon? Davon habe ich 25 verschiedene. Die schreibe ich mir jetzt auf. So, dann die Nummer 4. Das sind Kringle Candle Melts. Davon habe ich nur ist gut, aber 17 Stück. So, dann hatten wir die Nummer 8. Wo haben wir denn die 8? 8, 8, 8, 5. So, da haben wir Beautiful Fragrances, obwohl ich da nur 2 verschiedene habe. Aber gut, habe ich erst im Nachhinein dann gesehen, dass es halt so wenig ist. Also 2 Stück habe ich davon. So, dann die Nummer 17. 18. Das ist... Okay, da habe ich noch nicht wirklich... aufgeschrieben. Das sind nämlich meine Yankee Candle Tarts. Die habe ich nämlich noch nicht aufgeschrieben, aber da mache ich ja auch diese Box draus. Deswegen gehe ich einfach 1 weiter, nehme dann die Nummer 18 und das sind Votive. Das ist in Ordnung. Da habe ich 19 verschiedene. Das war richtig, 19, genau. Und dann noch die Nummer 24. Das war wirklich viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Duftlovers. Aber so habe ich halt die Möglichkeit, dass alles mal dran kommt. Und von Duftlovers habe ich noch 12 verschiedene. So, jetzt nehme ich mir diese Liste, gehe wieder in meinen Zufallsgenerator rein und hole mir dann halt jetzt unterschiedliche Düfte daraus. Da haben wir einmal 25 bei Goose, das ist die Nummer 10, die wir dann nehmen. Und bei Kringle waren es 17. Das ist die Nummer 3. Von Duftlovers sind es 12. Da haben wir dann die 2. Votive haben wir 19. Da haben wir dann 4. Und Beautiful Fragrance haben wir ja nur 2. Das lohnt sich ja nicht wirklich hier zu machen, aber egal, da haben wir die 1. So. Und jetzt suche ich die jetzt raus. Das ist halt immer ein bisschen Arbeit verbunden. Das mache ich auch in Zukunft vor den Videos, damit ihr das Gelaber hier nicht haben müsst, ne? So, und zwar Duftlovers. Da haben wir die Nummer 2. Das ist das Soft Nivea Dupe. Ich mache mir hier hinter, mache ich mir einen Haken. So, was ich dann schon verwendet habe, ja? Das schreibe ich mir jetzt auf. So, dann geht's weiter. Dann hatten wir die Nummer 18, das hatten wir ja Votive. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt tatsächlich. Ah, hier. So, da hatten wir die Nummer 4. Das ist Mountain Lodge. Okay. So, dann haben wir die Nummer 8. Da haben wir Coco Mademoiselle Type. Ich hoffe, ich finde die gleich auf Anhieb.
die Sachen. Das heißt auch nicht, dass ich die komplett aufbrauchen muss, aber schon so ein bisschen was testen davon. So, dann haben wir ja Kringel. So, Kringel, da haben wir dann die Nummer 3. Okay. Da haben wir Christmas, habe ich da gezogen. Aber egal. Und dann noch die Goose Melts. Wo haben wir sie denn? Die Goose Melts. Die müssten eigentlich hier irgendwo sein. Genau. Die Nummer 10. Unicorn Candy. Habe ich, dass ich das habe. Das ist jetzt vorbei. Und jetzt hole ich mir eben die Düfte und dann ziehen wir noch 5 Tarts dazu. Nicht wieder, ich habe mir jetzt meine Düfte rausgesucht und möchte die euch jetzt zeigen. Aber ich nehme jetzt erst noch 5 Tarts hier raus. Wie versprochen. Achso, ich mache wieder so. 1, 2, 3, 4. So, das mache ich zu. Und jetzt zeige ich euch erstmal meine 5 Tarts. Jo, das ist einmal Coastal Waters. Oh, meine Nase juckt die ganze Zeit, ey. Coastal Waters habe ich hier. Das ist dieses hier. Ein wunderschönes Bildchen, wie ich finde. Oh, der ist aber auch schön. Der riecht tatsächlich nach salziger Luft irgendwo. Oh ja. Oh, der ist schön. Oh, da bin ich gespannt drauf. Der hat aber auch was Männliches. Aber der riecht total cool. So, dann habe ich Mandarin Cranberry. Das ist dieser hier. Ja, der ist auch schön. Ich glaube, der wird was für mich sein. Der hat ein bisschen was von Cranberry Ice. Nur ein bisschen süßer wegen dem Orangen dazu. Oder Mandarinen. Ups, dann haben wir hier True Rose. Das ist einfach nur ein schöner Rosenduft, ne? Wie man das halt sich so vorstellt. Ja, der ist schön. Der hat auch so, der ist so ein richtiger Blumen-Rosenstrauß. So riecht der. Auch toll. Dann hier eins ohne Beutel drum. Frozen Margarita. Haben wir dann hier. Den habe ich letztens erst zugeschickt gekriegt. Ja, und der ist halt wirklich, der riecht voll nach Sommer. Total. Da freue ich mich auch drauf. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Rari-Schätzchen. Und zwar ist das Ocean Star. Und das ist einfach ein schöner aquatischer Duft. Da muss man auch nicht viel zu sagen. Das ist einfach nur aquatisch. So, und jetzt kommen wir zu den 5 ausgelosten. Da haben wir ja einmal Mountain Lodge. Der schaut so aus. Mountain Lodge ist halt eine LE damals gewesen. Und der riecht einfach wirklich nach, da freue ich mich drauf, vielleicht heute Abend sogar schon, wenn ich meinen kleinen Kamin anhabe, sowas anzuhaben. Weil der riecht halt wirklich so holzig, leicht modrig, das hört sich ja mal voll negativ an. Aber es ist halt so eine Holzhütte halt, ne? So, dann habe ich von Kringle, so, das ist kein Daylight, das ist halt ein Melchbecher hier. Ist halt von Christmas und das ist ein ganz toller, klarer Tannenbaumduft. Der ist für mich, ist das der schönste Tannenbaumduft. Also für mich ist der am, wie nennt man das, authentischsten. Also Perfect Tree und so weiter ist alles wunderschön, aber ich finde den hier irgendwie noch besser. Ja, ich finde den einfach nur richtig toll. Ist natürlich jetzt auch nicht mehr so ganz die Zeit für sowas, aber ist nun mal jetzt gezogen worden. Dann von Beautiful Fragrances durfte ja Mademoiselle, Coco Mademoiselle Type. Ne, das riecht halt einfach wie das Parfum, aber total. Und das letzte Mal, als ich ihn anhatte, hat er wirklich die komplette Wohnung ausgefüllt. Einfach nur schöner Duft. Ja, oh, geht so. Dann von Goose Creek Unicorn Candy. Und der riecht schön. Da habe ich ja damals immer gedacht, so, boah, das riecht bestimmt voll nach Maggi und so. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Aber der ist einfach fruchtig. Hat ein bisschen was von Kaugummi. Hm? Kaugummi, Schaumbad, sowas. Ich finde den gar nicht schlecht. Aber warm bin ich jetzt mal gespannt drauf. Und dann halt von Duftlovers Nivea Soft Dupe. Das ist halt so ein komplettes Melch. Und hier an der Verpackung riecht das auch wirklich schön.
nach diesem Nivea Soft Dupe. Allerdings hat er auch hat das Wachs von Duft Lovers auch so eine Eigennote, wie ich finde. Ich finde man, also ich persönlich habe öfters, nicht immer, aber öfters so eine leichte Essignote. Und das habe ich hier auch. Aber ich bin gespannt, ob der verfliegt, wenn der dann warm ist. Ja, ich habe hier mein kleines Körbchen. Da tue ich jetzt alle die Sachen rein, die ich dann halt, ja, in den nächsten Wochen, beziehungsweise Tage hoffentlich, Wochen oder was auch immer, verbrauchen werde. Ja, okay, meine Lieben, das war's. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann, ihr Lieben. Und sagt euch mal, wie ihr diese Art Videos findet. Ob ihr findet, dass sich die Arbeit gelohnt hat, ob ich sowas weitermachen soll, ob ihr dabei sein möchtet, wenn ich auslose oder ob ich das lieber wie bei meinen 10 in 10 mache, dass ich das vorher mache und euch einfach nur meine ausgelosten Sachen zeige. Sagt mir da mal was. Wenn ich hoffe, das Video ist eher draußen, als ich das nächste Video machen werde. Ansonsten werde ich dann in Zukunft, werde ich dann halt dafür sorgen, dass eure Wünsche da in dem Sinne dann halt in dem Falle erfüllt werden. Okay, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann. Ciao.